Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved zusammen mit German Let's Play. Hallo, ich bin's. Ich kann super trommeln. Ja, so meine Damen und Herren, dank German Let's Play haben wir am heutigen Tag einen sehr, sehr wichtigen Plan. Denn wir sind ja immer, auch wenn viele uns für verrückt erklären, also immer noch auf der Spur nach der Brutmutter. Und zwar ist das der erste Boss in diesem Spiel. Und Manuel hat recherchiert und du hast gesagt, wir brauchen jetzt was? Einen Daeodon, genau. Okay, und das ist eine Art Schwein? Ja, der uns heilt. Der uns heilt? Wir holen jetzt Edgar ab. Okay, dann springe ich auf Agathe. Warte, ey, zeig, guck doch mal, was ich habe. Worauf ich Schmanniger Willi, Level 94, Junge. Ja. Krass, nicht schlecht. Wo ist Agado? Unten. Die ist dabei gestorben. Tut mir leid. Warte mal, Junge, mal ganz kurz hier. Und ja, genau, die brauchen wir auf jeden Fall für unseren Kampf dann auch. Weil das ist krass. Also ich denke irgendwie, keine Ahnung, ich halte es sehr unwahrscheinlich, dass wir das überleben. Ja, doch, das wird klasse. Und ich muss mal kurz ein bisschen Eigenwerbung hier machen in meiner eigenen Folge. Leute, wenn ihr ARK mögt, dann guckt euch auf jeden Fall mal Volcanoids an. Mein neues kleines Projekt, das habe ich mir vorgenommen. Bis Montag ziehe ich das durch. Und dann gucke ich mal, wie es euch so insgesamt gefällt. Mir gefällt es richtig gut. Was denn? Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ja? Ja, es sieht doch cool. Also ich habe jetzt noch nicht viel gesehen, aber es sieht echt cool aus. Wie hast du das denn gefunden? Auf Steam. Okay, kleine ARK. Oh, ui. Guck mal, die Kuschel. Oh, Alter, wenn die mal ein Kind bekommen würden. Ist Willi männlich? Ja. Ja. Krass. Aber der hat halt gerade mal 2 Level bekommen, ne? Das heißt, der ist noch am Anfang. Wenn wir den jetzt mitnehmen, dann bekommt er bestimmt so 20 Level. Warum? Die Levelanzahl ist doch normal. Nee, wir haben doch festgestellt, dass wenn man jemanden zähmt, er ab dann erst sozusagen bei 1 anfängt. Und deswegen braucht er gerade richtig wenig EP. Level braucht immer gleich viel. Nee, das nicht. Also der braucht für sein erstes Level 10 EP. Ja, dann geht er bestimmt ab. LOL! Was? Also Stegosaurus-Sattel, okay, ist jetzt nicht so toll, aber Alter, da war eine. Ich craft's einfach und geb's dir. Also das hätten wir wirklich früher gebrauchen können, aber nehmen wir mal mit. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich könnte ich Agathe mal so ein Dingens geben, was ich das eine Mal gefunden habe. So ein Kuchen. Ah, ja, aber willst du das wirklich Agathe geben? Das sollen wir eher einen T-Rex oder so geben. Warum? Macht doch keinen Unterschied, ob der nun schneller ist. Der kann eh nur 2 Meter laufen. Ach so, das war das, okay. Ich habe ja auch einen. Hier, eine nette Idee. Movement Speed bei 10%. Komm her. Agathe. Fertig. Bist du? Warte, ich gebe Agathe gerade ihren Kuchen. Stimmt, Movement Speed plus 5%, ja. Aber ich weiß nicht, ob Agathe das jetzt tatsächlich bekommen hat. Ja, das erkennt man doch bestimmt irgendwie, oder ja, nicht? Ja, an der Bewegungsgeschwindigkeit, dachte ich. Nee, ist bei mir auch nichts passiert. Und vielleicht sind das interne Werte oder so, keine Ahnung. Okay, so, was hast du für mich? Hier. Ja? Bitte mal austauschen, das Alte einfach auf den Boden werfen. Ui, das ist aber klasse. Ja, guck dir mal, wie viel Prozent das hat. Alter, Vater. Ja, das ist tatsächlich krass. Ich habe gar keine Armbrust. Ach doch, da. Solltest halt immer unten haben, weil man damit auch im Wasser böllern kann. Die ist ja echt sick. Ja, ich habe eh keine Pfeile. Aber alter Vater. Hä, und also da war halt auch ein meisterhafter Stegosaurus-Sattel drin. Was auch immer das bedeutet. Aber egal. War Agathe schon immer rot? Willi ist auch rot geworden. Von diesem durch Candy. Das Zeug. LOL. Krass. Bleibt das jetzt so? Ich weiß es nicht. Okay, dann mal ab in die Eiswüste, denn dort sollen die Schweinemenschen wohnen. Was? Guck bitte mal nach oben rechts. Für 24 Stunden nur? Ja, dann ist es auch keine Verschwendung. Ja, nee, super so. Ey, du bist so viel rötlicher. Ja, das sieht echt krass aus. Es wäre eigentlich cool, wenn der Effekt nicht, also die Farbe nicht verschwinden würde. Ja. Aber ich finde so eine rote Agathe eigentlich voll stylisch. Ja, zumal wie die dann endlich mal mehr sehen würden. Das stimmt. Oh, da ist noch ein Ding für mich. Ein Argentavis? Nee, vor dir, das Teil meine ich. Ach so, wieder ein Drop. Nee, hier unten sieht doch nach einem Note aus. Ach so, ja stimmt, die habe ich auch noch nicht. Will da dran vorbeifliegen, was ist denn los bei dir, Brudi? Ah nee, hatte ich doch schon. Hatte ich noch nicht. Geil. EP-Bonus, woo! Okay. Oh, hier sind auch ganz viele Agentavisse da unten. Ja. Die kämpfen da unten gerade gegen Skorpione oder so. Ja. Die müssen uns aber fürs Erste nicht interessieren. Edgar! Edgar, komm! Hier ist auch noch eine Explorer-Note. Wo denn?
Ja, irgendwie ist hier ja irgendwas. Oh, oh, steig auf, steig auf. Was denn? Hunde, Hunde. Dreh neben uns. Oh. Alter, die haben Rudelbuff. Uff. Ist da gar nichts? Doch, doch, da ist irgendwas. Aber egal, das macht keinen Sinn, da jetzt drauf zu gehen. Oh, hier sind, glaube ich, die Yugi. Nee, ist kein Yugi, ist ein Agentar. Doch, da ist so ein Yugi-Saurus, den wir auch brauchen. Yugi, ich töte gerade die Hunde. Den können wir uns dann notfalls einfach schnappen. Bring ja vor. Ist das ein Edgar? Aber wo sind die? Ich glaube, ich habe hier auch so einen Edgar gefunden. Oh. Ja, wir sollten zwei mitnehmen. Aber der wird gerade von Dingens zerstört. Aber dieser HP-Buff, ja, was ich in dem Video gesehen habe, die sahen komplett anders aus, die so heilen konnten. Was? Okay. Oh Gott, der Dino wird gerade von einem... Oh Gott, was geht denn hier unten ab? Ich komme. Alter Schwede, das ist echt gemein. Bist du an den Eisschollen, oder was? Naja, ich bin hier unten an den Eisschollen. Ah, ich sehe da gerade einen Vogel, der irgendwen angreift. Oh Gott. Ist es das? Die werden gerade... Nee. Ah, lol, meinst du die fetten Dinos da? Die im Wasser schwimmen. Nee, hier sind, Alter, so ein Viererrudel kämpft gerade gegen einen Mammut. Oh Gott, und da ist... Der arme Mammut. Oh Gott, ich hasse die Unterwasserwelt. Oh Gott, was hat der gerade geschrien? Der hat mich bestimmt vom Ding ins Runter geholt. Okay, scheiß drauf. Holle, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Hier gibt's auch ganz viel Öl. Boi. Und Pinguine. Überall Pinguine. Oh, warte, hier kommt gerade ein blauer Drop runter. Pinguine, überall. Wirst du den jetzt nicht gleich wegwrecken? Für ja. den du... Ah, okay. Die armen Pinguine, Alter. Und? Ja, cool. Ein Bauplan für ein Metallschild. Ui, ui, wie viel Prozent? Ich glaube 100. Warte, das sind die Viecher doch. Ja doch, das müssen die doch sein hier. Ich komme mal zu dir. Ja, das sind die auf jeden Fall. Ich gehe mal hier ran. Agade, du bist passiv. Okay. Wollen wir die töten? Lass die töten. Was? Die Schweine greifen wir an. Nee, ich meine gerade die Viecher dahinter. Ja, wir können ja erstmal, die kommen ja dann auch gar nicht. Ich greife mal hier das Schweinchen an. Du willst sie angreifen und nicht zähmen? Doch, 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 doch. Wir versuchen sie alle zu zähmen. Oh Gott. Die Frage ist, warte mal. Ah, doch, wir können ja die mit den Agentarwissen hochbringen. Alles gut. Ja. Let's go. Das ist ein Fehler, ey. Das ist ein riesiger. Wir sollten welche töten. Nein, die tamen wir einfach alle. Oh Gott. Alles gut. Ich hab einen. Ich bring ihn mal ein bisschen weiter weg. Ja, alles gut. Oh, er greift mich an. Oh Gott, sie greifen Agatha an. Okay, ich hab ihn hier oben. Okay, warte, der er eine. Er will mich immer noch. Zack. Ja, er greift jetzt den Pinguin an. Er ist abgelenkt. Okay. Okay, ich bräuchte hier mal kurz ein bisschen Hilfe. Ja, ich grab den anderen auch noch. Weißt jetzt nicht, wen du davon deine Agathe killt die, oder? Ja, ist die Frage. Ich versuch sie erstmal zu... Ich baller einfach weiter in sie rein. Ja, ja, ja. So, der andere ist auch oben. Vielleicht bleibt der jetzt da. Jo, der erste pennt. Ja, ja, ja. Was machen der zweite wieder? Deine Agathe ist fast... Ah, ist gar nicht Agathe. Das war gar nicht. Oh Gott, ich dachte eben auch. Alter, ich helfe dir. Mein Ding ist bug nur. Oh Mist, der mit dem Rudelbuff ist wieder da. Ja, ja, warte. Und er greift ihn an. Ey, Schmandiger Willi, das kannst du mir nicht antun. Schmandiger Willi hat... Die machen nur 14 Schaden oder so. Ja, der andere Agentar ist gerade gestorben, ne? Ja, ja, aber das sind ja Lauchs, oder? Ich muss aber so oder so auf den Agentavis. Nee. Ah, er hat Lehmer da verloren, weil er sonst die Viecher killt. Ja, ich bin hier gleich am Sterben. Ja. Nimm mal bitte einen weg, ich habe noch ein Viertel Leben. Ja, dann solltest du rennen und auf Agathe gehen. Weil jetzt zu sterben wäre so dumm. Okay, ich gehe mal auf Agathe. Ich kümmere mich mal um den einen, der liegt. Ja. Ja, der ist halt nur Level 7. Dann echt scheiße. Bist du Fleischfresser? Ja, ist Fleischfresser. Eigentlich sollten wir Level 7er gar nicht erst zähmen. Na, dann lass uns einen suchen, der... Ich schau mal, welches Level der da... Daeodon, ist das richtig? Ja, genau, ist richtig. Ja, okay. Der hat Level 27. Sollten wir denn hier weiterfliegen, um... Ja. Okay. Ja, wir scouten mal. Was ist das? Was denn? Alter, hier ist ein riesiger, versteinerter Brontosaurier oder so. Hä? Der sich bewegt? Ja. What? Der ist noch riesiger als ein Brontosaurier. Ja, wo bist du? Warte. Ja, sagen wir mal 29... 32. Ah ja. Alter, ist der krass. Komme. Ey, der ist echt gigantisch. Auch allein die Länge. Und ich gönne mir mal hier den lilanen. Oh nein, hier ist so ein Vieh, warte mal. Sollen wir den umbringen? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Also ich glaube, mit dem hat man keine gute Zeit. Alol. Siehst du den? Ja, natürlich. Schon aus 1000 Kilometer entfernt. Wie groß ist der denn? Er ist echt sick. Ich will ihn am liebsten töten. Also 10 geht. Ich denke nicht. Ich habe gerade mal einen Sabertooth von dem Drop weggeholt und schmeiße ihn jetzt einfach mal weg. So, einfacher als ihn zu töten. Ich werde mal mein Fernglas nehmen und gucken, was das für einer ist. Ja, ja, guck mal gerne. Ey, der ist ja, boah, ist der groß. Der ist echt krass.
Ich habe einen Terrorbird-Sattel und einen Bauplan für ein Metallwasserrohr vertikal. Oh, ist nicht schlecht. Naja, doch. Ja, natürlich ist schlecht. Wie ist ein Explorer-Note? Hast du den jetzt schon mal gesehen? Warte, ich muss die Explorer-Note nehmen daneben. Wo ist er denn? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Geil. Ja, ist direkt hier ganz oben. Kann ich auf ihn landen? Ja, ich habe eine doofe Sicht. Nee, ich kann nicht auf ihm landen. Schade. Und ich guck mal. Ich frage mich, ob der ist. Oh, ich sehe nichts. Bin ich zu weit weg? Oh, ich habe kurzzeitig was gesehen. Ja, geh mal lieber nicht zu nah. Ich glaube, der one-hitted dich einfach. Glaubst du? Nee. Nee. Aber, also der wird schon nicht schwach sein. Ja, er versucht sich irgendwie auch zu drehen. Level 2. Titanosaurus. Alter Schwede, warte, das guck ich mal. Level 2. Ja, aber egal. Was ist denn ein Titanosaurus? Okay, ist auf jeden Fall richtig rar. Ja. Zumindest steht's auf der Seite. It's the single largest creature in the game, only beaten by the Titans. Krass. Alter. Taming a Titanosaur is very hard and should only attempt with the help of several tribe mates. Hier steht irgendwas, shooting cannonballs at his head. Ach du Heilige. To way to apply a torpor. When angered, the Titanosaur can destroy all nearby structures and animals that aren't Gigantosaurus in seconds. Ja, was machen wir denn jetzt? Also wir werden ihn niemals zähmen können. Nicht mal mit der Taktik, dass man reinböllert, dann auf unseren Vieh geht, wegfliegt und wieder reinböllert. Ich denke nicht, dass wir das schaffen. Nee, ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen. Erst recht nicht mit dem, was wir haben. Ich glaube, es kann sogar sein, dass es gar nicht geht mit den Pfeilen, die wir besitzen. Ja, das wär, aber ich meine, wir wissen ja, wo er ist. Er wird ja, ja an sich stimmt. Nicht... Ich glaube nicht, dass sie despawnen. Nee, glaube ich auch nicht. Okay, dann lass uns mal gucken, dass wir einen Schweinemann hier irgendwie mal... Okay. Edgar, komm. Oh, ich glaube, sind das die? Ich habe welche. Okay, Koordinaten. Direkt neben dem... Nö, direkt neben dem Typen, der sage ich gar nichts. Was soll das denn heißen, hä? Direkt neben unserem fetten Freund. Ja, das ist scheiße, Junge. Ne, ich sehe, ich bin praktisch an seinem Bein, also... Den müsst ihr ja wohl sehen, oder? Den müsst ihr ja wohl sehen. Ne, ich sag nur nicht, dass der auf einmal hier Agro macht und dann macht er aus den Schaschlik... Agro, Brudi, ich mach gleich Agro. Du hast einfach eine Agro-Fresse. Ja, das stimmt. Level 7, Level 22 und... Level 44. Oh ja, der ist gut. Oh, den würde ich nehmen, ja. Der ist besser als nix, Alter. Ja, ja, okay. Ja. Neben dem, ich bin neben dem. Ja, direkt unter ihm bin ich. Also wirklich, das kannst du nicht verfehlen, mein Junge. Das kannst du nicht. Wo bist du? Da, hallo. Also, ich mach jetzt mal wir töten alles und holen dann den wir haben wollen, Taktik. Ich schau nochmal eben, wer unser König war. Zielfernrohr. Der Weiße, rechts der Weiße. Den erkennt man gut. Ich schieße jetzt mal auf den links daneben. Ja, baller einfach mal. Ich sehe dann ja, wen du unaimst. Okay, dann baller ich mit. Wo ist mein... Hey, ich habe doch gerade mein Zielfernrohr draufgetan. Ah, egal. Oh. Geht auch so. Mit deinem Aim geht das auch so. Das stimmt. Aber jetzt lieber Zielfernrohr. Ah, der hängt da fest. Sehr gut. Weg. Ist er futsch. Aber da war noch einer. Ja. Ach, der ist dahinter. Ah, okay. Der eine, dann trage ich mal hoch, ne? Ach, den greifen wir jetzt einfach hier an. Ach so. Wir den Argentave sind. Ja, ja. Ja, okay, ich muss mein Vieh auf Passiv stellen, ne? Den wollen wir zähmen, ne? Das ist der, den wir zähmen wollen. Oh, sag das doch! Ja, hä? Du hast gesagt, aber es geht ihm gut. Der eine ist dahinter verschwunden. Ich hätte doch gesagt, der Weiße. Warte mal, ich mach mal kurz schmandiger Video auf Passiv. Naja, ich stelle meinen auch mal ein bisschen weiter weg. So, ich steck dich mal hier in die Ecke. Leider haben wir keine Falle, wäre super praktisch. Ich hab eine Falle. Ach so, ja, aber ich glaube nicht, dass es eine richtige ist. Also, ich hab eine große. Ach so. Aber ich könnte es mal probieren, vielleicht geht's ja. Wo ist denn das Vieh hin? Absolut keine Ahnung. Der gammelt hier bestimmt unten irgendwo. Rudi! Hier ist ein toter Kollege. Der ist bestimmt hier irgendwie an den Berg ran, weil wir da nein, waren. Nein, er ist hier hinter uns! Er greift schmandiger Willi an! Alter, als ob! Hör mal, ist denn falsch mit ihm? Oh, jetzt läuft er wieder hinter mir her. Der hat auch so einen richtig kranken Buff oder so. Ja, das ist, glaube ich, dieses Heilungsding. Warte mal, ich pack mal schmandiger Willi nochmal weg. Warte mal, ich geh mal hier oben einfach drauf. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Okay. Oh, es geht ihm aber gar nicht gut, ne? Soll das nicht auf den Kopf ziehen? Mach ich doch nicht. Ah, ja, er pennt jetzt gleich. Ja, ja. Ein bisschen hinterher. Ruf da, Junge. Rudi, halt den fest. Ich halte ihn. Warte. Ja, genau. Schön in die Seite. Ja, er liegt. Oh, schön. Da liegt das. Strike. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm, übermorgen dann bei mir. Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.